Schönen guten Morgen. Inflationsprämie 2023 bis zu 3000 Euro vom Arbeitgeber. Das soll der Inhalt dieses Videos sein. Bleibt also dran. Wir werden euch Einzelheiten dazu mitteilen, welche Möglichkeiten bestehen, vom Arbeitgeber dieses Geld zu bekommen. Ja, mein Name ist Rechtsanwalt Thorsten Frühmark. Ich bin auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und Familienrecht aus Rinteln. Ja, aufgrund vieler Nachfragen und Einzelfragen noch einmal ein Video zur Inflationsprämie 2023. Es haben uns viele Fragen erreicht. Zunächst eins vorweg, diese Inflationsausgleichsprämie ist freiwillig. Das heißt, ihr könnt nicht zum Arbeitgeber gehen und sagen, gib mir die 3000 Euro. Ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht, soweit das nicht irgendwo tarifvertraglich festgelegt wird. Da sagen jetzt viele, das bringt uns gar nichts. Kein Arbeitgeber ist bereit, 3000 Euro auf den Tisch zu legen. Man sollte dabei aber beachten, dass es nach dem Plan jetzt die Möglichkeit gibt, diese 3000 Euro in mehreren Teilzahlungen zu leisten. Also der Arbeitgeber ist frei, das auf einen Schlag zu leisten. Er muss natürlich nicht die 3000 Euro zahlen und kann beispielsweise auch sagen, ich zahle monatlich 150 Euro im nächsten Jahr, die dann steuerfrei und sozialabgabenfrei sind. Weiterhin gibt es da natürlich auch die Möglichkeit, das betrifft also nur nicht geschuldeten Arbeitslohn, zu sagen, ich zahle beispielsweise Ende des Jahres nicht freiwillig Weihnachtsgeld aus, sondern zahle dem Arbeitnehmer dann Anfang des kommenden Jahres anstatt dessen eine Inflationsprämie aus, die den Vorteil hat natürlich für den Arbeitnehmer, dass da keine Sozialabgaben oder auch Steuern drauf zu zahlen sind und er unterm Strich mehr in der Tasche hat, als wenn er sein Weihnachtsgeld versteuern muss. Das gilt natürlich nur dann, wenn diese Sonderzahlungen, auch zum Beispiel Urlaubsgeld, nicht geschuldet sind. Das heißt, wenn ich im Arbeitsvertrag festes Weihnachtsgeld vereinbart habe oder aber auch im Tarifvertrag, dann kann ich also schlecht hingehen und sagen, das zahle ich dir nicht und stattdessen gibt es diese Inflationsprämie, weil ich da natürlich eiskalt die Abgabenpflicht mit umgehe. Ja, wann soll das Ganze beginnen? Wir haben Informationen, dass man das rückwirkend zum 1. Oktober 2022 gestalten will. Wir gehen eher davon aus, dass das Anfang des Jahres beginnt. Das heißt, in 2023 sollte dann begrenzt auf jeden Fall bis 31. Dezember 2024 die Möglichkeit bestehen, dem Arbeitnehmer eben diese Prämie zukommen zu lassen. Ganz wichtig dabei ist, dass das auf den Gehaltsabrechnungen auch ausgewiesen ist als Inflationsprämie, Nachteilsausgleich für Nebenkosten etc. etc., damit sofort erkennbar ist, dass das steuer- und sozialversicherungsfrei ist, das Ganze. Eine Anmerkung noch zum Schluss. Das Ganze soll nicht als Einkommen im Sinne des SGB II gelten. Das heißt, wer da Zahlungen erhalten hat, die werden nicht angerechnet oder abgezogen. Ja, so viel noch einmal zu diesem Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da und für weitere Informationen auch gerne den Abo-Button drücken. Alles Gute von hier.